Willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Video. Heute geht es um ein einfaches Projekt, was sich jeder nachbauen kann, wofür man auch keine großartig vielen Spezialwerkzeuge braucht. Was ich hier habe, sind Eiche-Leimholz-Bretter. Ich habe mir noch eine Pinnwand geholt, plus ja, hier so drei von diesen Haken. Ja, die kommen auch noch dran, drei Stück reichen vollkommen aus. Das Ganze bleibt noch unter 30 Euro. Weil einige von euch wollen ja immer wieder wissen, was mich das gesamte Projekt gekostet hat. In dem Fall kann ich sagen, weil ich mir das Zeug jetzt komplett alles gekauft habe. Wir legen jetzt los. Viel Spaß beim Video. Ich denke, so mittig, oder war das jetzt so? Nein, so nicht. So. Ich will schon, dass am Rand noch ein bisschen was frei ist, damit man das Holz sieht. So, und dann nehmen wir uns mal das Stück. Ungefähr so sollte es eigentlich ausreichen. Zack. Ein Sicherheitshinweis zwischendurch. Leute, ich habe jetzt gerade eben an meiner Tischkreissäge gerade eben gedacht, dass die Motorbremse irgendwie kaputt gegangen ist. Nach dem Ausschalten hat sich das Blatt weiterhin gedreht. So, habe hier den Deckel aufgemacht und mal reingeschaut. Da war die Mutter lose. Das bedeutet, das Blatt hat sich durchgedreht auf der Welle. Kontrolliert hin und wieder mal die Befestigung eures Sägeblattes. Ab und zu mal schauen. Ich war jetzt etwas verwirrt, ja, und habe es dann direkt behoben, festgezogen und es ist alles wieder in Ordnung. Nur mal eine kleine Info nebenbei. Die Kanten, die werde ich jetzt mal leicht abschleifen. Das ist wirklich sehr scharf. Jo, so fühlt sich das auf jeden Fall besser an. Jetzt müssen wir uns mal hier gerade gleich mal markieren, wo diese Scharniere bzw. wie nennt sich das, Bandscharniere hinkommt, damit wir es hier bündig haben. Und markieren uns jetzt hier die Stelle. Die untere Kante, nehmen unseren Winkel, ziehen uns mal die Linie. Auch oben zeichnen wir die 130 an. Dann ziehen wir uns einfach hier eine Linie. Was nehmen wir als nächstes? Genau, die Scharniere. Ich werde das Ganze jetzt mit doppelseitigem Klebeband fixieren. Setzen den an, auf der Linie. Machen den hier erstmal fest. Das sollte auf jeden Fall reichen. Machen jetzt die Bohrungen rein. Erst befestigen wir das. Ja, das wird jetzt eine Fummelarbeit, ne? Wie wollen wir das denn jetzt gleich befestigen? Das wird echt eine Fummelarbeit. Jetzt haben wir da Bohren reingemacht. Ich weiß aber nicht, wie ich das da befestigen soll. Also, ich habe mir das anders überlegt. Ich habe das Brett jetzt umgedreht. Die Löcher sind auf der Rückseite. Das stört mich jetzt nicht. Auf jeden Fall werde ich das jetzt unkompliziert machen. Ich werde das Ganze auf Gärung schön fest verleimen und von hinten dann schräg reinbohren. So, jetzt nehmen wir uns den passenden Bohrer.
Wir bohren minimal rein und dann gehen wir auf 45 Grad. Das passt. Also die Bohrung würde dann schräg in das Holz reingehen. Ich kann euch empfehlen, das Teil auf diese Weise zu montieren, denn so habt ihr nämlich unten, seid ihr bündig mit dem Brett und könnt dann von der Seite festschrauben. Tragen wir unseren Leim auf. Muss nicht viel Leim aufgetragen werden. Das reicht vollkommen aus. So, jetzt stellen wir unser Brett erstmal hoch. Bereite schon mal die erste Schraube vor. Na, dann gehe ich an die Markierung. Und auch hier passt es. So, der nächste Schritt wäre jetzt, diese Ablage zu verleimen, zu verschrauben. Ich messe das mal unten ab. 150. Ich setze das einfach mal unten an. Ziehe ich mir hier noch eine Linie. Wir setzen jetzt mal hier den Winkel dran, schauen, dass das an allen Ecken und Kanten passt. So, jetzt können wir die Schrauben schon mal vorbereiten. Und sobald nämlich der Leim schon mal auf der Gegenplatte drauf ist, kann das nämlich fest verschraubt werden. So, dann drehen wir mal eine Schraube minimal raus, treffen damit die obere Bohrung. Genau, ziehen es fest. Und schon ist das Teil bombenfest. Eine Sprühflasche, die muss ich auch mal wieder mal voll machen. Hier kommen jetzt die Haken hin. Die machen wir auch noch drauf. Nehmen unseren Winkel. Von der Kante. So, ich werde die Platte hier drauf kleben. Ich weiß nicht, ob man das auch mit Holzleim eventuell festkleben könnte. Was muss man mal ausprobieren, ob das geht. Einfach mal den ganzen Rest.
Dann streichen wir das einfach drauf. Wir haben so eine restliche Platte, die legen wir jetzt hier drauf. Dann kommt hier noch ein Gewicht drauf. Und das zweite. So, nach 40 Minuten Wartezeit gehe ich mal von aus, dass das jetzt auch durch ist. Ja, das sieht gut aus. So, auf der Rückseite haben wir jetzt diese Halter. Die werden wir gleich anbringen. Davon brauchen wir zwei Stück. Da wir jetzt auch eine gerade gezogene Linie haben, können wir die dann direkt dafür nutzen. Auch hier werde ich jetzt einfach mal die 50 mm nehmen. Wir wollen jetzt mal gucken, wie groß die Bohrung sein muss. 12 mm. Nehmen wir uns einen 12er Bohrer und bohren dort ein Loch rein. So, jetzt setzen wir hier mal die Bohrung rein. 12 mm. Wenn wir das jetzt hier drauflegen, haben wir genau das, was wir wollen. Hab's geschliffen, jetzt wird geölt. Dafür nehme ich einfach mal so einen kleinen Schwamm. Ich habe mir mal sagen lassen, dass man das Öl nicht auf das Holz auftragen soll, also kippen soll und dann verreiben, sondern auf den Lampen oder in dem Fall auf dem Schwamm, weil es Flecken geben kann. So, ich werde hier jetzt farblos Öl auftragen. Ein kleines, aber feines Projekt, ein Tagesprojekt, wie ich das so nenne. Es ist nicht aufwendig, es ist auch ein einfaches, ich würde sogar sagen, ein Anfängerprojekt. Ihr könnt natürlich auch eure eigenen Ideen noch mit einfließen lassen. Was mir jetzt im Nachhinein noch eingefallen ist, man kann jetzt hier gerade in dieser Schräge eine kleine Leuchte einbauen. Ich werde das Ganze gleich mal aufhängen an die Wand und dann bekommt ihr im Nachhinein bzw. im Anschluss ein paar Bilder oder sogar ein Videoclip dazu. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Vergesst bitte nicht zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und gebt mir einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann. Tschüss.